Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen, freue mich natürlich wie immer, dass ihr am Start seid. Und zwar zum neuen Format, ich habe es ja schon angeteasert, How to Counter. In diesem Format werden wir bestimmte Champions, die ihr gerne vorschlagen könnt, angehen, gegen die ihr besonders krasse Probleme habt, ja. Ob es jetzt vielleicht im Teamfight sein soll, ob in der Laning Phase, im One-on-One oder wo auch immer, das könnt ihr gerne natürlich in die Kommentare reinschreiben. In der ersten Folge beschäftigen wir uns mit Fizz. Fizz ist ein Champion, der natürlich absolut fürs One-on-One ausgelegt ist und sogar ich, der sehr, sehr viel Fizz spielt und eigentlich wissen sollte, wie Fizz funktioniert, hab hin und wieder immer große Probleme mit diesem Champion, kommt hier und da auch mal so ein bisschen ehrenlos rüber und deswegen greife ich euch heute unter die Arme und helfe euch dabei. Es gibt zwei effektive Wege, einen Champion countern zu lernen. Die erste ist, ihr spielt diesen Champion selber. Das heißt, ihr merkt, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten muss. Wie ist das eigentlich mit der Ultimate? Wie ist das mit seinen Spells? Wie ist das, wenn man geharrassed wird? Wie aggressiv kann man spielen? Und vor allem, wie denkt man, wenn man diesen Champion spielt? Bei Yasuo zum Beispiel gar nicht. Methode Nummer 2, ihr klickt auf ein Video von einem absoluten Hafensänger, der super viel Fizz spielt und das komplett verinnerlicht hat und richtig weiß, wie man diesen Champion spielt und auch was man gegen diesen Champion macht und das euch beibringt. Hallo, hier bin ich. Hey. Das Matchup gegen Fizz müsst ihr euch wie ein Null-Death-Playthrough vorstellen. Das heißt, ihr dürft nicht einmal gegen diesen guten Boy sterben. Wenn ihr einmal gegen den Dude sterbt, dann wird er euch komplett abfarmen und es wird unglaublich schwer werden. Fangen wir mit den Dingen an, die ihr absolut nicht verkacken könnt, und zwar die Runen. Natürlich absolut klar, ihr solltet Magier-Sense mitnehmen, aber auch hier, wenn ihr gerade ein schlechtes Matchup habt oder nicht ganz so selbstbewusst seid, nehmt Doppel-Magier-Sense mit. Oder auch gegen einen Assassinen, wie zum Beispiel Talon oder Zed, auch Doppelrüstung. Jeder Assassine wird komplett durchtilten, wenn der Gegner mit Doppelresistenzen spielt. Dafür ist es gemacht, ist komplett GG. Nehmt das mit. Das ist keine Pflicht, Doppel-Magier-Sense mitzunehmen, aber gerade wenn ihr euch etwas unsicher seid, ist das definitiv keine schlechte Wahl. Weiter geht's mit den Masteries und die besten Mittel, die ihr hier zur Verfügung habt, sind zum einen das Nullifying Orb, ist wahrscheinlich selbsterklärend, und auch die Stopwatch ebenfalls selbsterklärend. Kommen wir zu den Summoner Spells. Grundsätzlich erstmal nehmt niemals Exos mit. Ganz kurz erklärt, Fizz wird euch ulten, Fizz wird auf seinen Stab springen und genau jetzt müsstet ihr nämlich, damit ihr keinen Damage von der Ultimate und von dem E bekommt, ihn exhausten, geht aber gar nicht, weil er auf seinen Stab ist, das heißt er fällt runter, ihr seid tot. Der nächste In-Summoner, den wir zur Verfügung haben, ist Teleport. Das sieht man sogar relativ häufig, dass Leute mit Teleport gegen Fizz spielen. Jeder, der das macht, der hat die Kontrolle komplett über seine Lane verloren, im wahrsten Sinne. Dann könnt ihr genauso gut nackt in ein Piranha-Haifischbecken springen. Absolute Katastrophe, Leute. Macht das nicht. Es gibt vielleicht den einen oder anderen Profi, der das so macht, aber die sind halt auch Profis. Und das seid ihr nun mal nicht. Und deswegen nehmt ihr keinen Teleport mit. Ganz so viel bleibt ja nicht mehr über, das heißt, ihr werdet immer mit Barrier in die Lane gehen. Alleine, wenn ein Assassine den Anblick des Summoner-Spells Barrier sieht, geht das Wutometer um 200 hoch. Während ein Assassine beim Anblick von Teleport direkt überlegt, ob er das Geld zur Hälfte in Burger und zur Hälfte in Döner investiert oder halt eben komplett in Döner. Barrier in dem Fall natürlich für alle CC-Magier, Asia, Orianna und was auch immer da alles rumrennt. Ihr könnt natürlich selber auch aggressiv spielen, zum Beispiel wenn ihr selber ein Assassine seid oder sowas wie Syndra, könnt ihr natürlich mit Ignite spielen. Hier ist natürlich die Gefahr, wenn ihr einmal einen falschen Schritt macht oder einen Fehler macht, dann seid ihr natürlich tot. Und wenn ihr gegen Fizz einmal tot seid, dann seid ihr das ganze Game tot gegen den. Obwohl das dazugehört, werde ich euch keine Champions nennen, die gut gegen Fizz sind, denn dann werdet ihr diesen Champion first time picken. Tobi hat gesagt, der ist gut und trotzdem reinkacken. Deswegen nehmt einfach den Champion, den ihr immer spielt, den ihr gerne spielt und lernt durch diesen Guide gegen Fizz zu spielen. Mir hat aber irgendjemand mal gesagt, dass Diana, Sylas, Yasuo, Vlad, Morgana, LeBlanc ziemlich gut gegen Fizz sein könnten. Kommen wir zur Kategorie Items. Hier gibt es einen heiligen Gral, sobald ihr diesen habt, seid ihr mehr oder weniger unsterblich gegenüber Fizz und jeder Fizz wird richtig wütend sein. Und es gibt einige kleinere Hilfsmittel. Fangen wir mit den kleineren Sachen an. Doppeldorans, für wenig Geld kriegt man ein bisschen HP, das ist ganz nett. Auch so ein Rod of Ages kann ganz, ganz nett sein, gibt euch HP, AP, Mana, alles was man so will. Banshees ist auch definitiv nicht verkehrt, denn Banshees gibt euch nicht nur Magier-Stance, sondern auch das schöne Spellschild, was ein Fizz nicht auslösen kann, muss man einfach sagen. Das heißt, er muss euch wirklich jedes Mal all-innen, um das Schild wegzumachen und das ist nicht so geil. Und damit kommen wir zum heiligen Gral unter den Gralen, den Ferrari unter den Autos, und zwar das Stundenglas. Halleluja, Halleluja. Denn sobald der Fischspieler euch ulten mag und der Fisch herausspringen mag, drückt ihr einfach das Stundenglas und es hat zwei verschiedene Effekte. Der erste ist, ihr kriegt überhaupt keinen Schaden. Natürlich, das ist ziemlich cool, kann man sagen. Der zweite Effekt allerdings ist, er ruft verschiedene Emotionen im Fischspieler hervor. Das heißt, Wut, Tilt, I am done, FF15 und natürlich Report Bot
können diesen Fischspieler deutlich zur Verzweiflung bringen und damit seid ihr einen sehr, sehr großen Schritt zum Win weiter. Die Theorie habt ihr jetzt drauf und deswegen kommen wir zur Praxis. Ihr müsst wissen, was kann ein Fischspieler, wie benutzt er seine Spells und wie verhält er sich, wie denkt er, und das bringe ich euch bei. Fangen wir an mit seiner Q. Der Q ist ein Dash und dieser Spell wird meistens als letztes gemaxt, macht deswegen ebenfalls auch relativ wenig Schaden und ist fast ausschließlich sein Mobility-Spell, um an euch ranzukommen. Allerdings muss man hier sagen, obwohl der Spell kein Damage macht, macht er ziemlich viel Damage. Das liegt allerdings daran, dass der Fischspieler durch die Q Lichbane proggen kann oder auch Sheen, Revolver und ebenfalls seine W direkt auf euch draufbringt. Das heißt, viele Dinge werden hier kombiniert und können direkt in Burst ausarten. Dieser Spell ist super krass counterbar, denn ihr könnt diesen ganzen Spell einfach wegflashen, blinken oder dashen. Einfach Flash gedrückt, Fizz bleibt an der Position stehen, wo er hinspringen wollte, verfolgt euch also nicht und hat 0 Damage gemacht. Und damit kommen wir zum allerwichtigsten Spell, und zwar dem E. Denn seine E ist der Spell, den er als erstes maxt, und dieser Spell wird für folgende Dinge benutzt. Für Wave Clear, für Escape, für Engage, für Dodge, für Damage und für CC. Das heißt, ihr seht, das ist schon fast unfair, möchte ich sagen. Und deswegen helfe ich euch, wie ihr damit umgehen müsst. Ihr habt schon gehört, es sind sehr, sehr viele Dinge in der E drin und das klingt auch vielleicht irgendwo ein bisschen unfair, aber das birgt auch Potenzial. Denn wenn er diesen Spell für eine der Dinger benutzt, werden alle anderen gestrichen. Das heißt, sollte er damit Wave clearen, kann er natürlich nicht mehr engagen oder dodgen, keinen Damage mehr an euch machen etc. Das heißt, ihr müsst immer überlegen, okay, hey, er hat jetzt engaged, er kommt nicht mehr wieder raus. Er hat jetzt gedodged, er kann jetzt nicht auf euch engagen oder wie auch immer. Also es gibt vielleicht die minimale Chance, dass er, während er auf den Stab springt, einen Spell von euch dodgt, in eine Wave hineinfällt, auf euch fällt, die Wave cleart, euch Damage macht, euch CC't und dadurch auf euch engaged hat. Aber, wir müssen das Positive sehen, er hat dann immerhin nicht escaped. Wobei, wenn ihr tot seid, geht das eigentlich als Escape durch. Was ich euch sagen möchte ist, wenn ihr einen Fischspieler extrem hart reinpusht, dann muss er zum Beispiel seine E benutzen, um die Wave wegzuclearen und hat dadurch nicht mehr die Möglichkeit, einen Spell zu dodgen, zu engagen oder zu disengagen. Anhand der Benutzung kann man direkt auch sehen, wie gut ein Fischspieler ist, denn gerade die schlechten Fischspieler werden alle doppelt springen, beziehungsweise alle guten Fischspieler lassen sich fallen. Ja, wenn der Fischspieler sich fallen lässt, dann ist nämlich der Bereich, wo er Schaden macht, deutlich höher und ihr werdet richtig hart geslowt. Es gibt natürlich wenige Ausnahmen, wenn ihr zum Beispiel schnell Damage machen müsst oder escapen müsst, aber grundsätzlich würde ich sagen, lässt sich ein guter Fischspieler zu 95% fallen. Das habe ich euch deswegen erklärt, weil wir jetzt zu seiner wichtigsten Combo kommen, und zwar der Flash-E-Combo, beziehungsweise der E-Flash-Combo, wie man es auch möchte, denn der Fischspieler hat die Möglichkeit, auf den Stab zu springen und kurz bevor er fällt, kann er flashen und diesen Fall-Damage zu euch rüber transportieren. Das heißt, ihr werdet geslowt, kriegt super viel Damage und seid im Prinzip sicher tot. Das machen im Prinzip alle guten Fischspieler und deswegen habt ihr jetzt die Information, dass ihr das so ein bisschen predikten könnt. Das heißt, ihr seht einen Fischspieler, der einfach komplett random sehr weit von euch weg die E drückt, ohne dass er zum Beispiel eine Wave ist oder er eigentlich gar nicht die Wave gerade clearen will, da kann man davon ausgehen, dass er gleich flashen wird. Und natürlich, das erfordert ein bisschen Übung. Das Beste, was ihr jetzt machen müsst, ist im gleichen Moment auch weg zu flashen. Das lernt man mit der Zeit, das müsst ihr einfach verinnerlichen. Das klappt vielleicht nicht beim ersten Mal, aber spätestens, wenn ihr 20 Mal gegen Fizz gestorben seid, irgendwann habt ihr das dann auch drauf. Fizz-Spieler benutzen die E aber auch sehr, sehr gerne, um euch zu verarschen. Das heißt, der Fizz hat mit euch getradet, benutzt seine E, um erstmal weg von euch zu springen. Ihr denkt, okay, hey, cool, der will abhauen, der hat Angst vor mir, der hat keinen Bock mehr auf mich. Deswegen laufen die meisten Spieler dem Fizz-Spieler hinterher, weil er hat ja nichts mehr. Ihr könnt ihn jetzt weiter casten, weiter autotacken. Und genau in diesem Moment lässt er sich zurückfallen und macht euch Schaden. Nicht wenig, ihr seid geslaut und wahrscheinlich schon wieder tot. Na toll. Last but not least, seine E ist natürlich auch der Spell, mit dem ihr all eure Skillshots dodgen kann. Das tiltet natürlich komplett bis zum Mars, wenn eure Ori Ult, euer Ari Charm, euer Xerath E oder was auch immer ihr gerade auf den Fischspieler wirft, einfach gedodged wird. Und deswegen folgende Information für euch. Die E ist sein Spell, den er als erstes maxt. Das heißt, er braucht diesen Spell, um euch zu töten. Es ist sein wichtigster Spell, der macht super viel Schaden, den will er unbedingt benutzen. Allerdings kann er diesen Spell nicht vorher benutzen, bevor ihr nicht einen Spell, den er unbedingt dodgen muss, benutzt habt. Das heißt, wenn ihr eine Ahri seid, dann wird er warten, bis ihr das Charm werft und es genau in diesem Moment dodgen. Wenn ihr aber das Charm nicht macht, kann er seine E nicht benutzen, weil er sonst gecharmt wird. Vermutlich sogar unterm Tower. Das heißt, es ist ein absoluter Geduldskampf. Ihr müsst so lange warten, bis der Fizz die Geduld oder die Zeit verliert, weil ihr vielleicht zum Tower lauft und ehen muss. Und erst nachdem er geeht hat, könnt ihr ihn charmen. Seid ihr also Orianna, ihr habt eure Ultimate, ist super cool und ihr habt gerade die Fizz-Ult drauf und ihr habt Panik und was auch immer, ihr dürft nicht ulten. Ihr dürft erst ulten, sobald Fizz seine E benutzt hat. Ja, ihr denkt zwar, scheiße, ich muss jetzt ulten, aber ihr könnt nicht ulten, weil er es sonst einfach dodgt. Wartet, bis er geätert und dann
müsst ihr ulten. Weiter geht's dann zu der Ultimate und zu dieser kann ich euch gar nicht mal so viel sagen. Der erste Punkt, den ich sagen kann, ist, ja, es wäre am besten, wenn ihr seine Ultimate einfach dodgt, ja. Natürlich ist das einfacher gesagt als getan, aber hier gibt es natürlich schon so ein paar Muster. Das heißt, wenn ich Fisch spiele, werfe ich am liebsten die Ultimate auf den Gegner, wenn der Gegner natürlich gerade eine Kanone Lars hitten will. Die will er unbedingt haben, er steht meistens sehr weit hinten, muss also gerade auf die Kanone zulaufen. 1 plus 1 sind 2, zack, der Gegner hat einen Fisch im Gesicht. Was hier also helfen kann, entweder ihr nehmt die Kanone gar nicht oder ihr lauft ein bisschen zickzack, dies, das, so dass es nicht ganz so einfach für den Fischspieler ist. Eine Armlänge Abstand reicht bei der Fissult nicht, hier braucht ihr definitiv 50 Teemos Abstand, denn es gibt eine etablierte Shinobi-Fischkunst aus dem versteckten Reich des Fisches, und zwar ist es der fliegende Fisch, von mir persönlich Ledorsch etabliert. Der fliegende Fisch funktioniert folgenderweise. Der Fischspieler wird einen Minion queuen und aus dem Sprung heraus die Ultimate auf euch werfen. Das hat folgende Vorteile: Er kommt zum einen näher an euch ran durch die Q und zum anderen täuscht er euch so ein bisschen an, dass er queuen will, aber gleichzeitig kommt auf einmal die Ultimate und bevor ihr euch verseht und gecheckt habt, was passiert ist, habt ihr die Ultimate an euch dran. Natürlich kann man hier sagen, hey, er hat die Q auf die Minions gemacht, er hat nicht mehr ganz so viel Damage. Aber Tobi hat mir beigebracht, die Q ist eh der Spell, der nicht so viel Damage macht, ist gar nicht mal so wichtig und näher an mir rangekommen ist er auch. Das heißt, wahrscheinlich hat er immer noch genug Schaden, um mich zu töten. Was ihr dagegen machen könnt? Eigentlich gar nichts, nur extrem safe zu spielen. Und Stundenglas kaufen. Und Barrier mitnehmen. Und Magieresistenz in die Runen. Und defensive Items. Und Lissandra. Natürlich solltet ihr wissen, wie die Standard-Fist-Kombo geht. Natürlich gibt es hier und da ein paar Abweichungen. Aber es ist eine Ultimate, meistens eine sehr, sehr große. Kurz bevor er vor euch ist, wird er E'en und dadurch dann gleichzeitig mit der Ultimate-Explosion und der E euch super viel Burst-Damage machen. Und danach kommt immer die W plus Q und er wird durch euch durchdashen. Das heißt, solltet ihr eine Orianna sein, eine Ahri sein oder was auch immer, dann dürft ihr natürlich euren Spell erst dann benutzen, nachdem er auf euch draufgefallen ist, habe ich ja schon erklärt. Und ihr müsst davon ausgehen, dass er instant irgendwo hindasht, durch euch durchdasht. Das heißt, wenn ihr es dem Fischspieler ein bisschen schwieriger machen sollt, dann stellt ihr euch natürlich so hin, dass er möglichst in den Tower hineindasht. Oder in eine Richtung, wo er eigentlich nicht hin will. Playstyle. Fischspieler sind gerade im Early Game mit Level 1 unendlich schwach. Das heißt, hier ist eure stärkste Phase, gerade wenn ihr einen Fernkämpfer habt, haut dem komplett auf die Fresse. Ihr müsst richtig viel Druck machen. Wenn Fischstufe Nummer 2 ist, ist er immer noch sehr, sehr schwach, kann sich aber ab und zu wehren. Ja, er hat schon Potenzial, aber nicht so wirklich viel. Ab Stufe Nummer 3 wird er richtig eklig und hat richtig Bock, euch zu traden. Das heißt, euer Ziel muss es sein, Fizz bis Stufe 3 so hart auf die Fresse zu geben, dass er euch nicht mehr traden kann. Wenn ihr das erreicht habt, dann kann er, bis er shoppen geht, euch nicht mehr traden und ihr habt das Potenzial über die Lane. Er hat nämlich keine AP mehr, muss sich darauf konzentrieren, Last Hits zu bekommen und nicht zu sterben. Wenn ihr also Fizz töten wollt, dann macht das am besten bei Stufe 1, 2, 3, 4 oder 5. Das Problem bei Fizz ist, dass selbst wenn er 0,2 ist und 80 CS behind ist, euch one-shotten kann. Klingt ein bisschen unfair, ist ein bisschen unglücklich, gebe ich zu, aber deswegen ist es umso wichtiger, dass wenn ihr den Fizz tötet, kauft ihr euch nicht Damage. Ja, ihr geht trotzdem, selbst wenn ihr richtig gut seid, defensive Items. Kauft einen Doppeldorans, kauft einen Katalysator oder zumindest einen Stopwatch, was weiß ich. Tut ihm nicht den Gefallen und kauft AP. Denn dadurch hat er Möglichkeit, euch irgendwann zu töten, kriegt wahrscheinlich sogar noch 600 Gold und ist wieder komplett im Game drin. Auch wenn es ironisch klingt, das fast Beste, was mir als Talon-Spieler passieren kann, ist, dass der Gegner mich tötet. Denn dadurch denkt er, ja, er ist voll der krasse Banger und kauft kein Armguard, kauft keine defensiven Sachen mehr, keine Pullover, geht Full Damage und danach kann ich ihn komplett abfarmen. Seid also klug und geht trotzdem defensive Items kaufen. Versucht nachzuklugen. Natürlich hört sich das unfair an, dass ein 0-2 Champion euch töten kann, aber damit kommen wir zum allerwichtigsten Punkt aller Fischspieler, wie ihr ihn countern könnt. Dadurch, dass ein Fisch so stark ist und euch töten kann, zu jeder Zeit im Spiel mehr oder weniger, will er immer mit euch traden. Fischspieler sind total greedy und werfen wahrscheinlich 80% ihrer Games weg, weil sie einfach 24/7 immer euch fighten und traden wollen. Das heißt, das Beste, was ihr machen könnt, gerade wenn ihr zum Beispiel im Duo-Queue mit dem Jungle seid, ihr wisst ab einem bestimmten Punkt, hey, der Fischspieler will mich gleich diven, der will mich gleich fighten, der will mich gleich ulten und wir wissen, hey, jetzt kommt alles aufeinander, er wird seine E offensiv benutzen, das heißt, er hat sie auch nicht mehr als Escape zur Verfügung oder um was zu dodgen oder was auch immer. Das heißt, kombiniert eure Angriffe mit euren Teammates, mit eurem Support, mit eurem Jungler und
tötet einfach den komplett Greedy Fist, während er euch diven möchte. Das war es mit dem Video, ich hoffe, es hat euch geholfen. Natürlich müsst ihr berücksichtigen, dass das wahrscheinlich nicht direkt im ersten Game alles umgesetzt werden kann. Es kann also sein, dass ihr immer noch gegen ihn feedet und 3, 4, 5, 6 Games braucht. Trotzdem hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ihr könnt mir super gerne sagen, ob ihr noch eine Folge haben wollt. Wenn ihr noch eine Folge haben wollt, dann sagt mir bitte euren Champion, schreibt ihn in die Kommentare und liked diesen Champion hoch, damit ich das sehe. Und grundsätzlich sagt mir doch bitte auch, fandet ihr, dass es viel zu umfangreich war? Wollt ihr lieber, dass es kürzer ist und weniger Informationen, knackigere Informationen? Oder war das gut so, wie es ist? Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen.